vom Reto Rüfenacht, einem Gründer von Latin American Tours und Kuba-Liebhaber, haben wir als erstes wissen, was ihn an diesem Land so fasziniert. Das Faszinierende an Kuba ist die Lebendigkeit der Leute von dem Land, die Vielfältigkeit von dem Land und dass eigentlich kein Tag so ist wie der andere. Es gibt immer wieder etwas Neues und das ist das ganz, ganz Schöne daran. Auf die Frage, wieso man als Schweizer auf Kuba reisen sollte und was der Reiz von diesem Land ausmacht, sagt der Reto Rüfenacht. Kuba ist ein Reiseland par excellence. Man kann also wirklich eine Rundreise machen in diesem Land und nicht nur eben am Strand die Sonne geniessen oder das Meer und das Wasser geniessen. Havanna als Beispiel ist eine der interessantesten und schönsten Städte überhaupt, die es gibt. Und dementsprechend soll das jeder mal sehen können. Man hat natürlich auch die ganze Geschichte mit 60 Jahren Revolution, mit einem Fidel Castro, mit einem Che Guevara, mit den alten Autos. Und es ist vor allem auch sehr, sehr kinderfreundlich und es ist sicher. Also eigentlich für jeden Schweizer prädestiniert zum Besuchen. Auch von Maxe Katz, dem Präsident des Schweizer Reiseverband, haben wir wissen, was Kuba so faszinierend macht. Kuba ist reine Lebensfreude. Die Leute sind fröhlich, sie tanzen und trotz der schwierigen wirtschaftlichen Umstände sind sie unheimlich nett, zuvorkommend, hilfsbereit. Für mich ein faszinierendes Land. Sind Sie früher auch schon zu Kuba gewesen? Ja, ich war schon dreimal zu Kuba gewesen, das erste Mal im 2001. Und als ich dann wieder da war, im 2015, habe ich zum Teil mit Schrecken, zum Teil mit Freude festgestellt, dass sich nicht wahnsinnig viel geändert hat in dem Land und dass sehr vieles noch gleich geblieben ist. Was schön ist zum Teil, aber andererseits hätte ich dem Land auch gewünscht, dass es eine gewisse Entwicklung mitmacht.